Seacrouts. Moin Moin Seacrouts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal zur Schiffsvorstellung der Jambat und willkommen im Trockendock. Wir zeigen euch heute die Werte des Live-Servers im Vergleich zu anderen Schiffen, zu eins der, ja, umkämpftesten, ja, viel diskutiertesten Schiffe ist vielleicht das beste Wort, in der letzten Zeit. Das Schiff ist das erste T9-Schiff, welches für Echtgeld im Premium Store zur Verfügung steht, und zwar für 65 Euro. Ihr könnt das noch bis zum 23. November 2018 für Echtgeld erstehen oder eben im Arsenal für 228.000 Kohle. Wenn man einen Gutschein einsetzt, dann sind es 171.000. Ich habe es mir im Arsenal für die Ingame-Ressource Kohle gekauft oder geholt. Und ja, bin eigentlich ganz glücklich mit dem Dampfer. Der hat doch besondere Eigenschaften. Kommen wir direkt zur Geschichte des Schiffes, wie ihr das beim Trockendock hier quasi schon gewohnt seid. Es ist das zweite Schiff der Richelieu-Klasse und es wurde in Saint-Nazaire auf Kiel gelegt, nämlich 1936 im Dezember. Der Stapellauf war dann im März 1940 und man entschloss sich doch recht zügig, dann dieses Schiff zu evakuieren. Die vorrückenden Deutschen sorgten dafür, und das war dann im Juni 1940, wo das Schiff schnell rübergeschwommen ist, sozusagen nach Marokko, und zwar in den Hafen von Casablanca. Zu dem Zeitpunkt war das Schiff noch nicht mal zu 75% fertiggestellt. Es fehlte zum Beispiel der zweite Turm des Schiffes, auch die hinteren Sekundärbewaffnungen waren überhaupt noch nicht vervollständigt. Das wurde aufgerüstet mit Flugabwehrlafetten zu dem Zeitpunkt und ja, lag dann da vor Anker und eine ganze Zeit, und im November 1942 wurde dann doch in kriegerische Handlungen verwickelt, und zwar von der USS Massachusetts und der USS Ranger, die dann in der Operation Torch dafür sorgten, dass eben Casablanca eingenommen wird, sozusagen übernommen wird, und ja, die Jambat diese Stadt eben verteidigte, bis sich dann eben das alte Frankreich ergab und dann eben sozusagen alliiert wurde. Ja, das Schiff wurde dann von 406 mm Geschossen getroffen, ebenso von zwei Bomben, die abgeworfen wurden auf den Dampfer. Das Schiff schlug leck, lief voll mit Wasser, war dann nicht mehr einsatzfähig und wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann repariert, nach Frankreich überführt. Da wurde das Schiff vervollständigt und 1949 im Januar dann tatsächlich in Dienst gestellt mit voller Funktion. Die einzige Nachkriegshandlung sozusagen, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es dann in der Suezkrise, wo das Schiff ursprünglich dazu eingesetzt werden sollte, Landziele in Ägypten zu beschießen. Dazu kam es dann doch nicht mehr, weil man dann doch Skrupel hatte, so viele zivile Verluste hinzunehmen, und am Ende wurde das Schiff dann 1961 außer Dienst gestellt. Also doch eine recht kurze Laufbahn nach der Indienststellung. Wie ist dieses Schiff dann jetzt hier in-game umgesetzt worden? Wir wollen es vergleichen mit der Richelieu und mit der Alsace, hatte ich eingangs schon gesagt. Wir haben hier 69.000 Trefferpunkte und die Richelieu hat eben 63.700 Punkte. Man kann direkt sagen, der Rumpf ist der Rumpf der Richelieu und die Sekundärbewaffnung ist die Sekundärbewaffnung für Alsace. Also das kann man sich so mal im Kopf so festhalten. Wie gesagt, die Richelieu hat weniger Trefferpunkte und die Alsace hat mehr Trefferpunkte, nämlich mit 74.700 Punkten ist sie dann doch fast ein bisschen über 5000 Punkte weiter. Die Torpedoschadensverringerung der Jambat 32%, Richelieu hat 35% und die Alsace eben 44%. Und ja, die Panzerung 18 bis 430 mm ist weitestgehend mit der Panzerung der Richelieu identisch. Wir haben hier außen einen Panzerungsüberzug sozusagen von 32 mm. Ja, das ist so der Standard. Die Panzerung hier auf den Brücken auch Standard für die Tierstufe 19 mm. Und die stärkste Panzerung ist hier sicherlich die Hauptbatterielafette mit 430 mm. Also das sind so immer meistens die stärksten Punkte am Schiff. Auch die Kommandobrücke ist eben wichtig. So, wenn wir uns jetzt die äußeren Mantel dann wegnehmen, legen wir hier die Zitadelle und die Aufbauten dazu dann frei. Wir haben hier oben, wie gesagt, das Deck mit 32 mm und kommen dann zu den Kasematten, die hier Überzug 150 mm Panzerung haben. An der Seite haben wir hier 330 und hier 250. Die Innenseite des Turtlebacks hat nochmal 50, müssen wir also hinzurechnen, wenn die Granate angeflogen kommt und hier eindringen möchte.
Dann haben wir hier vorne 50, 40 und in der Mitte eben 30 mm, was dann dafür sorgt, summa summarum, dass die Granate zwischen 462 bis 442 mm Panzerung durchschlagen muss, um die Zitadelle treffen zu können. Es sei denn, ihr werdet von vorne beschossen, was durchaus passieren kann. Langstreckenartillerie, Yamato, Musashi und Co. Große Kaliber, was relativ steil dann am Ende ankommt und vielleicht zwischen den Türmen hier auf euer Deck aufschlägt. Und dann sind ganze 220 mm nur 222 mm zu durchschlagen. Denn da ist die Richelieu sogar besser aufgestellt. Denn die Richelieu, achtet bitte auf den Umschnitt, hat hier vorne, und ihr seht sofort, viel mehr Orange. Das heißt, die Panzerung ist hier 20 mm dicker und das sorgt dann für ein bisschen mehr, gefühlt ein bisschen mehr Schutz. So kann man das ausdrücken. So, und dann kommen wir schon zu der Zitadelle von vorne. Da haben wir 355, 233, 233. Das ist komplett identisch. Und hier hinten haben wir auch 233, 233. Da unterscheidet sich das Panzerungsmodul oder die Verschachtelung hier, das Zwiebelprinzip, nicht von der Richelieu. So, dann kommen wir zur Artillerie und da gibt es dann doch die ersten großen Unterschiede. Also, Richelieu und Jean Bar sind soweit identisch. Sie haben zwei Türme, 380 mm, a 4 Rohre pro Turm und wir haben dann einen Alpha-Schaden von 5400 bei HE mit 36% Brandwahrscheinlichkeit. Das betrifft übrigens alle drei Schiffe, Richelieu, Alsace, Jean-Bart. Außerdem haben wir einen AP-Alpha-Damage von 11.900 AP und eine Fluggeschwindigkeit der Projektile von 830 Meter. Betrifft ebenfalls alle drei Schiffe gleich. Und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Dieses Schiff hier hat eine Ladezeit von 26 Sekunden, während die Richelieu 30 Sekunden hat. Und das macht es dann eigentlich ganz klar, wo da diese Punkte eben liegen, dass dieses Schiff in T9 eingestuft wurde. Ihr könnt mit dem Schiff sehr viel mehr Schaden machen. Warum könnt ihr mit dem Schiff sehr viel mehr Schaden machen? Es bleibt ja nicht bei den 26 Sekunden Nachladezeit. Ihr habt mit dem T9-Schiff ein sechstes Modul, nämlich die Hauptbewaffnungsmodifikation 3, die meiner Meinung nach hier das sinnvollste Modul und eigentlich ein Pflichtmodul ist. Ihr reduziert nochmals eure Nachladezeit und ihr verlangsamt dafür eure Turmdrehzeit. Die geht dann hoch von 36 Sekunden eben auf 41,4, wenn ich das richtig im Kopf habe, Sekunden. Das ist eine Verlangsamung um 5 Sekunden. Ihr habt dafür aber deutlich kürzere Nachladezeit, nämlich nur 22,9 Sekunden. Und das macht eigentlich den Unterschied aus. In Verbindung mit Adrenalinrausch und dem Hauptbatterienachladebeschleuniger, den ihr hier ebenfalls verbaut habt, könnt ihr somit eine Nachladezeit, wenn ihr kurz vorm Untergang seid, ja, also nur noch 1% Health habt, das ist sicherlich jetzt ein extremer Wert, aber wenn ihr noch 1% Gesundheit habt, erreicht ihr ungefähr 9 Sekunden Nachladezeit für 380 mm Kanonen. Und das ist, ja, absolut krass. Ja, selbst wenn man dann sagt, okay, wir nehmen mal nur eine Viertel HP, die man noch hat, also ein Viertel des Lebens, also 20.000 Trefferpunkte, 15.000 Trefferpunkte, irgendwie sowas, liegt man immer noch so knapp bei über 10 Sekunden und das ist dann doch schon eine ganze Menge, was man da spart. Das kann man sicherlich bei anderen Schiffen auch, aber da ist der Grundwert eben ein anderer. Kommen wir zur Sekundärbewaffnung, die dann einstimmig mit der Alsace ist. Wir haben hier 12 Türme A2 Rohre 100 mm, die sind hier schön in Reihe aufgebaut und hier hinten habt ihr dann nochmal 3 Türme A3 Rohre 152 mm. Gehen wir kurz genau drauf ein, Ladezeit 3 Sekunden, Alpha Damage 1400, 5% Brandwahrscheinlichkeit mit einer Reichweite von 7 km. Und die 152er haben 12 Sekunden Ladezeit, 2200 Alpha Damage und eben 12% Brandwahrscheinlichkeit, auch bei 7 km. Und das ist weitestgehend identisch mit der Richelieu, aber auch nicht ganz, weil wir haben bei der Richelieu nämlich nur 6 Türme A2 Rohre 100 mm, dafür ist die Brandwahrscheinlichkeit 1% höher. Die 152er sind soweit komplett identisch, auch mit der Richelieu und von daher ist das dann wieder einigermaßen deckungsgleich. Geschossreichweiten. Kommen wir zu dem Punkt. Wir haben 24,5 Kilometer bei der Jean-Bart. Wir haben 25,27 Kilometer bei der Richelieu und 20,3 Kilometer bei der Alsace. Also da hat die Jean-Bart schon mal einen Riesenvorteil auch gegenüber der Alsace. Mit 24,5 Kilometern schießt sie fast 4,1 Kilometer weiter als die Alsace auf der gleichen Tierstufe.
Und dann kommen wir zum nächsten großen Punkt, der hier ganz besonders ist, nämlich die Flugabwehr. Die Flugabwehr ist hier Stock 94, also ein richtig krasser Wert. Wir sehen es hier, 4,5 Kilometer, mittlerer Schaden 357. Dann kommen wir auf 5 Kilometer, mittlerer Wert 178. Und dann haben wir nochmal 5 Kilometer mittlerer Wert 25. Er sorgt ordentlich für Damage, aber auch die Flugabwehr hat ihre Schwächen. Die Türme sind relativ schnell rausnehmbar, wenn ihr mit HE beschossen werdet. Also HE-Spammer können eure Sekundär dementsprechend schnell ausschalten. Gut dagegen zu wirken ist mit dem Modul Hilfsbewaffnungsmodifikation oder Sekundärbewaffnungsmodifikation gleich am Anfang, dass ihr da eine größere Überlebensfähigkeit dieser Türme sicherstellt. Ich hatte schon Spiele, da war ich die ganze Zeit angezündet und immer wieder unterwegs mit HE, wurde da halt beschossen und dann kam zum Schluss die Bombe und die haben mich einfach versenkt, weil kein Geschoss mehr oder weil kein Geschütz mehr von mir auf die Bomber geschossen hat. Ja, ich habe gar keinen Flieger mehr runtergeholt. Also das muss man definitiv im Auge behalten, dass man da seine Survivability gerade bei diesen Sachen eben stärkt und damit dann der Flugzeugträger nicht so leicht ins Spiel hat. Er wird euch am Anfang eh meiden, aber zum Endgame hin wird es so ein bisschen tricky, eure Sekundär bis dahin oder Flugabwehr bis dahin überleben zu lassen. Ist übrigens einer der besten Werte auf der T9-Stufe an Flugabwehr. Ne? Nur nochmal, weil ich es eingangs nicht gesagt habe, der Rumpf, die Trefferpunkte für ein T9-Schiff sind hier übrigens die niedrigsten Trefferpunkte eines Schlachtschiffs auf T9. Das ist dann wieder der konträre Bereich. Ihr habt die beste, eine der besten Flugabwehr auf der Tierstufe, aber die schlechtesten Trefferpunkte auf der Tierstufe für diese Klasse. Kommen wir zur Manövrierbarkeit. Die Manövrierbarkeit liegt bei 30 Knoten, Wendekreis 850 Meter, Ruderstellzeit 16 Sekunden. Wie sieht es bei der Richelieu aus? Da haben wir 2 Knoten mehr und der Rest ist weitestgehend identisch. Nur die Ruderstellzeit ist da noch ein Ticken kürzer mit 15,4. Also das sind 0,6 Sekunden, macht den Köder nicht fett. Bei der Alsace haben wir ebenfalls 32 Knoten, aber der Wendekreis ist viel höher mit 910 Meter. Und eine Ruderstellzeit von 16,6 Sekunden. Auch da liegt bei der Ruderstellzeit die Jambar genau in der Mitte. Wenn man sich dazu 15,4 bis 16,6 ist die Mitte genau 16. Also haben sie da den goldenen Schnitt genommen. Ist ja auch ein Goldschiff in dem Sinne. Wie ist dann die Verborgenheit? Die Verborgenheit hier haben wir eben bei 16,4. Zur Luft haben wir 14,2 aufgerundet. Und wenn wir aus dem Nebel schießen, dann gehen wir 15 Kilometer weit auf. Die Richelieu hat 16,7 und geht 15,4 aus dem Nebel auf. Ich will jetzt nicht dazu so immer weiter reingehen. Und die Alsace hat 16,7. Also ihr seht schon, die Richelieu und die Alsace geht weiter auf als die Jambar. Wie weit kriegt ihr die Jambar runter? Ihr kriegt sie bis auf 12,3 runter, wenn ihr das Tarnungsmodul einbaut und den Tarnungsmeister beim Kapitän mit einbaut. Plus natürlich die Tarnung, die es auf dem Schiff natürlich mitgeliefert bekommt. Eure Anti-Air, also eure Aufklärungsreichweite aus der Luft sozusagen, beträgt dann 11 Kilometer. Also ihr seid 11 Kilometer weit sichtbar. So, nachdem wir die ganzen Werte uns hier angeguckt haben, die kann ich ruhig offen lassen, glaube ich, gehen wir nämlich hier gleich schon mal in Richtung Verbrauchsmaterial. Fangen wir da vorne an. Was gibt's? Ihr habt ein Schadensbegrenzungsteam, natürlich wieder Standard und Premium. Die ist dann, das Schadensbegrenzungsteam ist dann 15 Sekunden aktiv, hat eine Ladezeit von 120 und wenn ihr das Premium-Verbrauchsmaterial benutzt, dann von 80 Sekunden, also knapp anderthalb Minuten. Dann gibt es die Reparaturmannschaft, die 345 Strukturpunkte jede Sekunde wieder aufbaut. Und das hier sind dann 28 Sekunden mal 345 Punkte. Die Ladezeit 120 und wenn ihr das Premium-Verbrauchsmaterial benutzt, habt ihr eine Nachladezeit von 80 Sekunden. Anzahl des Verbrauchsmaterials 4, hier sind es dann nur 3. Ihr benutzt wieder meinen Standardspruch, ihr kennt das schon. Premium-Schiff bedeutet Premium-Verbrauchsmaterial in allen Lebenslagen. Ja, ihr verdient mit dem Schiff so viel Kohle, dass ihr ohne Probleme diese Sache kaufen könnt. Und umso länger ihr im Gefecht seid, desto mehr Kohle wird eben verdient. Denn wenn ihr nur Standverbrauchsmaterial habt, könnt ihr gar nicht so lange in einem Gefecht üblicherweise überleben. Also man ist einfach bei dem gleichen Schiff, bei den gleichen Bedingungen mit dem Standard, mit dem Premium-Verbrauchsmaterial eben besser. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, sehr umstrittenen Modul, dem Hauptbatterie-Nachladebooster. Er reduziert die Ladezeit der Hauptbatterie um 50 Sekunden. Die Wirkungsdauer wurde von 30 auf 20 Sekunden im letzten Supertest genervt. Das heißt, wir haben hier auf dem Live-Server eben 20 Sekunden, in der die Nachladezeit reduziert wird, und zwar um 50%. Ladezeit beträgt hier 3 Minuten und beim Premium-Verbrauchsmaterial eben 2 Minuten. Ladungen sind 3 und 4. Also auch da
zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Ja, ich gebe zu, ich tue mich damit noch ein bisschen schwer. Ist ja auch ein neues Verbrauchsmaterial, das immer richtig zu benutzen oder überhaupt dran zu denken. Ja, kann das wirklich den Unterschied ausmachen? Und das ist eben diese Geschichte, wo man dann sich Gedanken machen muss. Pay to win? Ja, möglicherweise. Es gibt viele Stimmen dafür, es gibt einige Stimmen dagegen. Muss man sich selber einen Reim drauf machen. Dafür ist dieses Video nicht gedacht, dass wir darüber entscheiden. So, dann kommen wir zum Motorboost. Motorboost 1 und 2. Die Höchstgeschwindigkeit wird um 8% gesteigert. Das heißt, die Wirkungsdauer hier beträgt 180 Sekunden. 3 Minuten lang seid ihr 8% schneller unterwegs. Und wenn ihr Premium-Verbrauchsmaterial benutzt, dann hat die Ladezeit 2 Minuten. Hier oben dauert es eben 3 Minuten. Ganz normal, wie üblich der Unterschied. Ne? Jeweils auch noch eine Ladung mehr zur Verfügung. Das Schiffchen kann nachher eine ganz nette Höchstgeschwindigkeit von über 34 Knoten erreichen. Wenn ihr Sierra Mike mit reinbaut und den Motorboost benutzt, dann ist der Dampfer ziemlich zügig unterwegs. Was für Verbesserungen sollten wir in dieses Schiff einbauen? Also fangen wir vorne an. Wir haben hier eine Hauptbewaffnungsmodifikation 1 oder die Hilfsbewaffnungsmodifikation 1. Nur diese beiden Module sind sinnvoll in diesem Schiff zu verbauen. Ja, Hauptbewaffnungsmodifikation 1 sorgt dafür, dass ihr mit den Hauptgeschützen weniger Ausfälle habt. Ich persönlich habe nachher auf die Hilfsbewaffnungsmodifikation umgerüstet. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Sekundär- und der Überlebensfähigkeit der Flakbewaffnung. Habe die eingesetzt, weil ich sonst nicht von der Stärke der Flugabwehr profitieren kann. Gerade Voltigeon-Bar eher ein Schiff ist, was eher mal steht und ja, aus dem Verdeckten hinter einer Insel ein Stück weit operiert, weil sie eben gerade nach vorne gerichtet die ganzen Geschütze hat. Ist die Hilfsbewaffnungsmodifikation meiner Meinung nach eine der wichtigen Sachen. Allerdings riskiert man im Austausch dafür, einen Ticken leichter die Hauptbewaffnung zu verlieren oder zumindest einen Turm zeitweise zu verlieren. Ist mir auch schon zweimal passiert, nachdem ich die Hilfsbewaffnung eingebaut hatte. Also da hält sich so die Waage, muss jeder für sich wissen. Ich persönlich tendiere ganz klar zur Hilfsbewaffnungsmodifikation, weil ihr dann im Endgame eine höhere Wahrscheinlichkeit habt, dass ihr euch überhaupt noch gegen Luftangriffe verteidigen könnt, weil eben gerade diese Luftangriffsgeschichte hier ja, sehr, sehr schnell rausgenommen wird von jeglichen HE-Granaten, die auf euch abgefeuert werden. Der zweite Slot, da gibt es nur zwei Punkte. Entweder ihr benutzt das Schadensbegrenzungssystem-Mod 1, um weniger häufig zu brennen und das Risiko des Wassereinbruchs zu minimieren, oder ihr benutzt eben den Motorboost 1. Ich persönlich habe den Motorboost ausprobiert. Er verlängert den Motorboost-Dauer von eben 3 Minuten auf 4 Minuten 30, was eine ganz ordentliche Zeit ist. Also, wenn man dann den Cooldown dazu rechnet, ist man ja ohne Probleme, sagen wir mal, bis auf 6 Minuten, ja, immer mit Motorboost unterwegs. Ja, man hat dann also immer eine höhere Geschwindigkeit parat. Wer das braucht und nutzen möchte, sollte hier Motorboost-Modifikation wählen. Ist vielleicht sogar die erste Wahl. Ich persönlich entscheide mich aber nochmals zur Survivability. Ich möchte, dass mein Brand und so die Wahrscheinlichkeit für Wassereinbruch und Brand reduziert wird. Damit bin ich bis jetzt besser gefahren, also gefühlt besser gefahren. Das ist meine emotionale Wahl, muss ich ganz klar sagen. Slot 3 gibt es hier meiner Meinung nach nur eine vernünftige Wahl. Ja, ihr habt hier zwar mehrere Optionen, aber eine sinnvolle Wahl ist nur die hier, nämlich die Zielsystemmodifikation, dass ihr eben die Streuung der Hauptbatterie weiter minimiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade weil ihr doch eine relativ große Streuung habt. Ihr seid jetzt bei 285 Meter, ohne die Reduktion seid ihr bei über 300 Metern horizontale Streuung. Jetzt hatten wir gestern im Livestream auch ausprobiert, die Sekundärbewaffnung. Die Sekundärbewaffnung ist ganz klar einfach mal Grütze. Ja, die braucht keiner. Das Schiff sieht schön aus mit der Sekundärbewaffnung. Ja, alles fein, aber sie ist nicht effizient. Wir haben mehrere Gefechte mit der Sekundärbewaffnung gefahren. Wie gesagt, wir haben unten den Link nochmal dazu und am Ende des Videos wird es auch einen Link dazu geben. Könnt ein bisschen rumspulen. Wir haben verschiedene Builds ausprobiert mit IFAE, ohne IFAE, all den ganzen Kram. Wir sind auch teilweise sehr offensiv gefahren, um extra die Sekundär zu benutzen. Bei 100 Treffern habe ich grandiose 284 Schaden gemacht, glaube ich, und einen einzigen Brand gelegt, der dann, keine Ahnung, irgendwie 5000 Schaden gemacht hat oder so. Das ist es nicht wert, so viele Skillpunkte reinzusetzen. Die 100 mm machen einfach nicht genug Schaden. Ja, ob mit oder ohne IFAE, reicht einfach nicht, um ja, von vernünftig zu profitieren. Darum geht es hier ganz klar darum, eure Hauptbewaffnung weiter präziser zu machen, weil sie auch sehr viel häufiger schießen kann und also sehr häufig schießt und ihr damit sehr viel Schaden austeilen könnt, weil eure Mumpeln eben doch relativ eine angenehme Streuung haben für französische Schiffe. Die Alsace ist ja da ein schlechtes Beispiel.
dafür. Wer sich mit der Richelieu wohlfühlt, wird sich mit der Jambar auch wohlfühlen, auch wenn es eine Tierstufe höher ist. Vierte Stufe ist dann Schadenssystemmodifikation 2. Ganz klar, hier ist Survive. Wir wollen weniger lang brennen und weniger lang Wassereinbruch haben. Das wird hier jeweils um 15% reduziert. Es gibt hier noch eine dritte Wahl, bevor ich es vergesse, bei Slot 3. Die Flakbewaffnung natürlich. Ja, wer möchte, kann natürlich die maximale Feuerreichweite der Flakgeschütze hier entsprechend erhöhen. Wer mit dem C-System nicht so zufrieden ist oder es nicht benötigt, kann ganz klar hier auf Flak gehen. Meiner Meinung nach ist es aber nicht so effizient. Erstens, ihr werdet nicht ständig angeflogen. Das ist bei Trägern schon so implementiert, dass ihr ein sehr starkes Luftabwehrschiff seid. Und von daher bin ich der Meinung, ist Flugabwehr hier auch nicht die beste Wahl. Es ist eine Option, aber die beste Wahl ist hier meiner Meinung nach die Zielsystemmodifikation. Punkt. Slot 5. Ganz klar, für mich gibt es hier nur eine Wahl, und zwar die Tarnsystemmodifikation. Ihr verringert eure Entdeckbarkeit zu Wasser und zur Luft und gleichzeitig werden die Granaten, die auf euch gefeuert werden, mit mehr Streuung versehen, sozusagen vom System. Bauen wir mal ein und dann landen wir schon bei 14,4 Kilometer. Was ganz ordentlich ist. Und das sorgt auch dafür, ihr habt die wenigsten Trefferpunkte im Spiel. Ihr werdet aktuell noch sehr schnell gefokust, ihr seid ein neues Premium-Schiff im Spiel. Von daher, das wird immer ganz gerne und schnell getestet von vielen, von unseren Mitspielern. Und deswegen auf jeden Fall das mitnehmen. Ihr habt, ja, wie gesagt, ihr seid so ein halbes T8-Schiff irgendwo und deswegen ist es so wichtig. Ja, und im Slot 6 kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe. Hauptbewaffnungsmodifikation 3. Die Ladezeit wird weiter um 12% reduziert, aber dafür die Drehgeschwindigkeit eben verlangsamt. Bauen wir das Ding mal ein. Das ist für mich auch die einzig logische Wahl hier im hinteren Bereich. Ihr könnt weiter schießen. Weiter schießen braucht keine Sau. Flak-Bewaffnungsmodifikation wird den Flakschaden erhöhen, aber verringert die Artillerieleistung sogar ein wenig. Würde ich auch nicht einbauen, weil ihr, ja, euer Hauptziel ist es Schaden machen und das macht er mit der Hauptbatterie, nicht mit der Sekundärbewaffnung. Die, ja, die wichtige Sekundärbewaffnung, die 152 mm, sind ja dann auch nur hinten aufgebaut. Die 100 mm, die sind nett, das ist was für das Herz, das sieht schön aus, wenn er da sekundärmäßig nach vorne rusht, aber ehrlich gesagt bringt es nichts. Ja, und deswegen Hauptbatterie-Modifikation 3. Die sorgt dafür, dass die Stats der Hauptbatterie dann so aussehen. Von 26 Sekunden sind wir auf 22,9 Sekunden runter und von 36 Sekunden für die 180 Grad Kehre auf 41,4 Sekunden hoch. Ist aber das allereffizienteste auf diesem geilen kleinen Dampfer. So, auf geht's ins Äußere. Was führt Auge? Wenn ihr diese Schiffchen im Arsenal oder eben im Premium Store kauft, dann erhaltet ihr diese Tarnung dazu, nämlich die Typ 10 Jambar Tarnung, die erstens optisch sehr gut aussieht und zweitens natürlich die Standardwerte der Premium-Lackierung beinhaltet. Also Erkennbarkeit wird weiter reduziert, die Streuung der Granaten erhöht, jetzt sind die Standardwerte mit 3 und 4% und dann haben wir die Kosten zur Schiffswartung reduziert, nämlich um 20% und dann gibt es EP je Gefecht um 100% erhöht und das ist es schon. Ich persönlich finde die Tarnung wirklich ansehnlich, ist die schönste französische Tarnung im Spiel, wenn man so von diesen Typ 10 Tarnungen ausgeht. Es gibt dann nachher ja noch die Dunkirk-Tarnung mit diesem französischen Flagge überdeckt. Die finde ich eigentlich sogar noch geiler. Aber das ist nur was Emotionales. Kommen wir zu den Signalen. Welche Signale sind hier besonders interessant? Es ist meiner Meinung nach, fangen wir oben links anfangen, auf jeden Fall den Flaggschaden, die Signalflagge sollte man immer mitnehmen. Ja, die Sekundärflagge macht nur dann Sinn, wenn ihr sekundär fahren wollt unbedingt. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht zu empfehlen. Die Brandwahrscheinlichkeitsflaggen kann man weglassen. Wir haben übrigens auch in dem Testserver ausprobiert, also in dem Livestream und dem Test dieses Schiffs ausprobiert, ohne IFAE und den Brandwahrscheinlichkeiten zu fahren, mit IFAE und den Brandwahrscheinlichkeiten zu fahren. Das hat alles keinen großen Unterschied gemacht vom Schaden, den ihr eben austeilt. So, dann kommen wir hier im unteren Bereich. Nachladezeit des Verbrauchsmaterials ist immer sehr sinnvoll. Sierra Mike ist auf jeden Fall zu empfehlen, um eure Geschwindigkeit weiter zu nutzen. Es sei denn, ihr verhaltet euch eher recht statisch. Ganz große Pflicht ist India Delta. Ihr habt eine Reparaturmannschaft, ihr werdet wahrscheinlich regelmäßig beschossen werden. Ihr könnt eine Menge Trefferpunkte wiederherstellen. 100% des Brandschadens, 50% des Penetrationsschadens und, wenn ich mich recht entsinne, 10 oder 15%, nee, 10% des Zitadellenschadens, den ihr erleidet, bleibt dann auf eurem Konto liegen, dass ihr quasi den Teil wiederherstellen könnt. Also auf jeden Fall Reparaturmannschaft rein. Dann kann man natürlich Erholungszeit nach Wassereinbruch und dann die Brandschadens
Zeit für Brandbekämpfung auch noch mit reinbauen. Sollte man sogar. Survivability ist meiner Meinung nach hier der Top-Target bei der Jump Bar. Wenn ihr komplett auf Survivability geht, habt ihr eine sehr, sehr, sehr gute Überlebenschance, auch wenn ihr eine Menge Brände kassiert. Da wird die Brandzeit einfach massiv reduziert. Wie gesagt, wir haben vorne schon mal das Risiko reduziert, dann die Zeit der Brandbekämpfung mit dem Modul. Hier gibt es nochmal 20% und ihr habt nachher mit dem Kapitän Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Da gibt es dann nochmal ein paar Prozent dazu. So, und dann haben wir hier 6 von 8 Flaggen verbaut. Der Rest obliegt euch. Kann man ganz einfach so sagen. Detonationsrisiko ist hier eigentlich kaum gegeben. Ob ihr jetzt Rammschaden mitnehmen wollt oder nicht, kann durchaus mal sein. Gerade wenn ihr einigermaßen häufig statisch spielt, ist es durchaus sinnvoll, eben die Hotel Yankee Flagge mit einzubauen. Wenn ihr dann doch auch lieber Geld mit dem Schiff verdient, das geht übrigens ganz gut mit dem Dampfer. Nicht so gut mit der Missouri, das ist aber auch ein besonderer Fall mit dem Gold-Modifikator oder mit dem Credits-Modifikator. Man kann trotzdem hier ganz gut Geld verdienen auf dieser Tierstufe. Und dann gibt es Flaggen. Ja, da kann man eigentlich nichts zu sagen. Ich habe jetzt hier die französische genommen und das war es eigentlich. Gut. Und nach den Signalen ist vor dem Kapitän und den weisen wir jetzt dazu. Wir suchen uns hier nämlich unseren Kapitän, den Guyon. René Guyon wird hier zugewiesen. 18er Kapitän. Und den habe ich jetzt wie folgt ausgebaut. Welche Skills würde ich zuerst empfehlen? Wenn ihr auf Survive gehen wollt, ist meiner Meinung nach wichtig. Vorrangiges Heal. Ihr wollt wissen, welche Schiffe oder wie viele Schiffe euch anvisieren und euch beschießen könnten. Dann, Punkt Nummer 2. Ihr wollt vom Adrenalinrausch profitieren. Wenn ihr Schaden nehmt, dann wollt ihr natürlich auch schneller wieder antworten können. Und das ist Adrenalinrausch der perfekte Skill für. Dann geht es direkt weiter in Sachen Survivability. Hier gibt es dann nochmal 15% für Brandbekämpfung, Wasser auspumpen und so weiter. Grundlage Überlebensfähigkeit ist der nächste Pflichtskill für euch. Und dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr, wenn ihr einen 10er Kapitän zur Verfügung habt, lieber Brandschutz zuerst skillt oder lieber den Tarnungsmeister. Meiner Meinung nach ist der Brandschutz sehr, sehr wichtig und darum, es wird halt eine Quelle in der Mitte minimiert. Ne, ihr habt normalerweise 4 Quellen, die ihr brennen könnt. 2 in der Mitte, einmal vorne, einmal hinten. Und mit dem Brandschutz könnt ihr in der Mitte halt nur noch einmal brennen. Das sorgt für weniger Schaden. Wie gesagt, ihr seid ja immer wieder auch statisch unterwegs. Steht mit der Schnauze zum Gegner. Mit dem Bug zum Gegner. Und das ist natürlich auch öfter mal die Situation, dass man dann so leicht zum Ziel von einer Wooster oder sowas ähnliches eben wird. Darum ist der Brandschutz dann doch einigermaßen sinnvoll. Gut, wenn ihr dann weitere Skillpunkte zur Verfügung habt, dann würde ich euch aus meinen Erfahrungen heraus den Tarnungsmeister empfehlen, einfach um damit spielen zu können, ob ihr aufgeht oder zugeht. Manchmal, also euch bringt das auf 12,3 Kilometer runter. Das ist der Wert, den ihr erreicht. Und damit kann man doch schon sehr, sehr gut spielen, ob ihr jetzt aufgehen wollt oder eben nicht. Ja, gerade am Anfang des Spiels kann man damit noch eine Menge erreichen. Der nächste Punkt, wenn ihr dann 2 weitere Punkte zur Verfügung habt, ist dann hier Elite-Schütze, den ich skillen würde, einfach um die Kanonen dann doch einigermaßen häufig von links nach rechts drehen zu können. Es könnte hier vorne aber auch durchaus Sinn machen, 1000 Sasser reinzusetzen oder eben hier höchste Alarmbereitschaft. Oder wenn ihr das beides alles dreist nicht braucht, dann hier oben in der ersten Spalte präventive Maßnahmen, einfach um die Module länger überleben zu können, den Modul eine längere Überlebensfähigkeit zu verpassen und oder ja, Ladeexperte. Ja, ihr habt ja schon davon erfahren, dass möglicherweise demnächst die Mechanik mit den AP-Granaten auf Zerstörern verändert wird. Ihr seid ein statisches Schiff oder einigermaßen statisch, nicht so aktiv. Ihr seid kein Frontschwein, gerade weil ihr auch die wenigsten Trefferpunkte des Schiffes auf dieser Stufe für dieses Schiff habt. Darum kann es aber sehr schnell mal passieren, dass euch ein Zerstörer anpirscht oder solche Sachen. Mit dem Ladeexperten habt ihr die Möglichkeit, relativ schnell wieder umzuladen auf HE-Granaten. Wo diese Sache eben dann, da zählt diese Änderung der Spielmechanik, bezieht sich ja nur auf AP-Granaten. Und von daher könnte dieser Ladeexperte in Zukunft ein sehr wichtiger Punkt werden. So, danach habt ihr noch 3 Punkte zur Verfügung, also wenn es ein 19er Kapitän wäre. Und da kann man dann ganz klar drüber nachdenken, den Inspekteur zu basteln. Und dann habt ihr nämlich Reparaturmannschaft, Nachladebeschleuniger und Motorboost nochmal eine Ladung extra zur Verfügung. Ja, und das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Wie gesagt, der Sekundärbild macht aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wenig Sinn. Ihr könntet euch überlegen, eventuell den mittleren Flakschaden ein bisschen zu erhöhen, statt den Inspekteur, dass ihr eben die Schießausbildung noch nehmt. Oder, ja, wer der Tarnung nicht nimmt, dann hier eben die verbesserte Schießausbildung. Aber nicht unbedingt deswegen, weil ihr weiter mit der Sekundär schießen wollt, sondern vielleicht wollt ihr
Flugzeuge früher beschießen wollt. Das ist eine ganz andere Motivation und die kann ich dann wieder gutheißen oder finde ich persönlich dann auch wieder nachvollziehbar einigermaßen sinnvoll. So, jetzt kommen wir schon zum Fazit meiner Schiffsvorstellung hier. Und ja, was kann ich zu der Jumbar sagen? Ich persönlich finde die Jumbar optisch ein sehr hervorragend gelungenes Schiff. Sieht besser aus als die Alsace und besser aus als die Richelieu. Die Richelieu wird für mich wahrscheinlich demnächst irgendwann mal verkauft werden. Oder sie bleibt halt als Andenken im Hafen. Aber es ist so, ja, der perfekte Ersatz. Man kann eine Menge Kohle verdienen. Es hat eine gute Durchschlagkraft, gerade auf Kreuzer. Der Nachladebeschleuniger sorgt eben dafür, dass jedes Schiff, was einen Fehler macht, relativ schnell bestrafbar ist, wenn man dann denkt, den zu benutzen. Es ist ziemlich zügig. Die Wendigkeit ist so lala. Ja? Wer mehr Wendigkeit braucht, muss eben bei den Modulen hier auf Survivability verzichten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit Survivability dieses Schiff wirklich sehr gut auch bis zum Ende eines Gefechts bestehen kann, auch wenn es mal gut im Fokus ist. Solange es sich irgendwann wieder zurückziehen kann daraus, ist das eine sinnvolle Sache. Würde ich 65 Euro für dieses Schiff aufgeben? Ganz klar nein. Nicht nur, weil ich sage, dass ein T9-Schiff nicht verkauft werden sollte, sondern einfach deswegen, weil der Wert einfach viel zu hoch ist für das Schiff, was da am Ende bei rausgekommen ist. Wir haben ich habe 171.000 Kohle investiert, weil ich einen Gutschein für das Schiff hatte. Die Kohle halte ich für sehr sinnvoll angelegt. Das Schiff macht mir eine Menge Spaß, ist abwechslungsreich, weil man so, man kann mit dem Schiff auch halt halb offensiv spielen. Man muss nicht am Kartenrand stehen und warten, dass da irgendwelche Schiffe vorfahren. So sollte man das nur auch nicht machen. Aber so halb offensiv sollte man sein. Und man auch da, wenn man die richtige Situation erwischt, eben mal Stellungen halten. Und ja, vielleicht eine Art Brückenkopf bilden ein Stück weit. Das macht mit dem Schiff durchaus Sinn. Was ist besonders schlecht an dem Schiff? Meiner Meinung nach die Survivability, also die Überlebensfähigkeit der Sekundär- und der Flakbewaffnung. Die hat sich hier für mich sehr, sehr negativ ausgewirkt. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass die Trefferpunkte doch relativ weit unten angesiedelt sind für das T9-Schiff. Also die wenigsten Trefferpunkte für ein T9-Schiff überhaupt im Spiel hat. Das ist schon sehr, sehr traurig aus meiner Sicht. Aber, wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, die Hauptgeschütze können massiv viel Schaden ausrichten. Die Streuung ist recht angenehm in den meisten Fällen. Und ich würde auf jeden Fall jedem, der Kohle übrig hat und sagt, er sucht ein Schlachtschiff, ein französisches Schlachtschiff in diesem Spielstil, diese Kohle empfehlen. Das Schiff macht eine Menge Spaß, auch wenn es kontrovers diskutiert wird, aber das geht wirklich nur darum, dass das Schiff eben für Echtgeld im Premium Store angesiedelt ist. Sonst hat das Schiff meine Empfehlung und ich würde euch einfach sagen, probiert's aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass diese Schiffsvorstellung euch dazu beigetragen hat, euch geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen, ob oder ob nicht gekauft wird. Wie gesagt, schaut auch gerne im Livestream von gestern Abend vorbei. Wird am Ende verlinkt, wie das Schiff so zu fahren ist. Ich gebe euch zu bedenken, da haben wir doch recht häufig verloren. Das lag an den Teams oder vielleicht auch teilweise an einer Entscheidung von unserer Division. Aber prinzipiell habe ich schon sehr, sehr gute Gefechte, aber auch schon mal ein schlechteres Gefecht gehabt. Wobei selbst Niederlagen mit 80.000 Damage immer noch ganz okay sind. Ja, je nachdem, wie lange man eben gelebt hat. So. Jetzt aber genug der Schwafelei. Ich wünsche euch viel Spaß in World of Warships. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, viel Spaß und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ne? Bis dahin, euer Secrets Team, euer Marahara. Haut rein, ciao, ciao. Secrets.